Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für ja schon was Besonderes. Und ich muss sagen, wirklich was Besonderes, man denkt es jetzt nicht. Es ist eine Maronensuppe. Und dadurch, dass es bei mir jetzt noch nicht so, also in dem Moment, wo ich es jetzt drehe, noch nicht so nah an Weihnachten ist, ist es ein bisschen schwierig zu bekommen. Aber man hat mir überall gesagt, ja, das fängt ja jetzt erst an, weil viele die ja nehmen, um irgendwie was zu füllen. Ne? Ja, bei mir soll es eine Maronencremesuppe geben. Das Rezept ist aus der Rezeptwelt, wird nur ein klein wenig abgewandelt. Also deswegen, das war wirklich schwierig. Ich bin da in mehreren Geschäften gewesen, habe das noch nicht bekommen. Wie gesagt, man sagte mir dann da, es ist auch noch gar nicht die Zeit. Ich hätte sie frisch bekommen können, dann hätte ich die jetzt aber erst kochen müssen und abpulen und so. Und die waren auch nicht günstig. Also bei Rewe haben die 9,99 gekostet, das Kilo. Und so an dem Stand habe ich irgendwo gesehen für 6,99. Jetzt ist das natürlich eine ganz räudige Menge. 200 Gramm in dieser Packung. Ist allerdings Bio und Edeka-Marke und so. Ja, hat 3,99 gekostet. Und jetzt wird es ganz hart, ich brauchte zwei. Also alleine 8 Euro für diese Maronen weg. Aber wenn es halt mal was Besonderes sein soll und ich weiß nicht mal, ob es besonders ist, weil ich habe Maronen. Also ich bin ja sehr oft nach Wien gefahren früher. Ich liebe Wien. Und da stehen im Winter immer diese Maronen, Männer, ach, muss man das jetzt auch gendern wahrscheinlich, vielleicht waren auch Frauen, aber ich kann mich nur an Männer erinnern. Die stehen überall da mit ihren Tonnen, wo die Maroni drin rösten. Ich habe mich das nicht, also wir haben, glaube ich, einmal da probiert und das war nicht meins. Ja, aber in dieser Suppe könnte ich mir schon vorstellen, dass das richtig gut wird. Und ja, was ich also abwandle auf alle Fälle, im Rezept steht eine Möhre, ein Lauch, 100 Gramm Sellerie. Ich habe einfach eine Packung Suppengrün gekauft, gestern bei Aldi, auf der Suche nach den Maronen für 1,39. Und was soll ich dann hinterher mit einer Möhre noch im Kühlschrank, die wird dann wieder schlecht, wäre schade. Also gibt es bei mir nicht. Es kommt einfach ein Bund Suppengrün. Also das habe ich natürlich, wie man sieht, hier läuft das Wasser noch raus, ist natürlich schon gewaschen, die Porree-Stange. Und auch grob zerkleinert. Und ich habe hier eine große Zwiebel, die wird einfach nur geviertelt. Und es kommen jetzt auch direkt die Maronen hinzu. Die sind natürlich jetzt nicht mehr so hart, weil sie ja bereits vorgegart sind. Also, wüsste ich nicht, was ich da gekauft habe, würde ich jetzt auch sagen, oh, das esse ich nicht. Also so ansprechend sieht jetzt nicht aus, aber wir sehen die ja hinterher gar nicht mehr. So, nochmal ein bisschen hier voneinander getrennt. Die kleben doch ganz schön aneinander. Das werden wir ihn austreiben. Und zwar 20 Sekunden auf Stufe 5. Das wird anstrengend. Und genau eine Sekunde vorher habe ich jetzt schon gehört, wie das ins Leere lief. Also das hat genau gepasst. Oh. Das ist ja ein ordentliches Massaker hier. Und für alle, die keinen Thermomix haben, kann ich nur empfehlen, das Gemüse grob. Und auch die Maronen vielleicht einmal zu vierteln oder so, das in der Brühe dann bereits zu kochen und dann hinter mit dem Mixer durchzugehen oder mit dem Pürierstab. Das würde natürlich auch gehen. Also, wie immer, man muss den Thermomix dafür nicht haben, aber er macht es halt einfacher. Hinzu kommt ein Esslöffel Butter und wie immer in letzter Zeit ist das bei mir die Butter, die Margarine und zwar 25 Gramm. Und das wird jetzt für 3 Minuten auf 100 Grad und auf Stufe 2 schon mal angedünstet. Also die ersten 3 Minuten sind rum. Es kommt hinzu 700 Milliliter Gemüsebrühe, bei mir Wasser und ich gebe Blutpulver noch dazu. Aber könnt ihr natürlich viel feiner machen auch, ne? Mit einer feinsten Gemüsebrühe oder Gemüsefond oder so. Ja, also bei mir kommen da jetzt noch 2 Esslöffel Gemüsebrühe und endlich bin ich die los. Wie gesagt,
Ja, nichts dagegen, also, aber ich liebe halt doch meine Gefrosuppe mehr. Hinzu kommen bei mir 200 Milliliter oder 200 Gramm feinster Rebenschoppen. Das ist das Beste, was man am Markt bekommen kann an Wein. Und wenn ihr keinen Wein da reingeben wollt, ist natürlich auch vollkommen okay, macht ihr einfach 900 Milliliter Brühe. Und im Originalrezept ist angegeben Zimt und so, aber das ist mir zu verrückt. Also ich liebe Zimt, aber nee, in so einer Suppe, oh nee, das. Und ich weiß, also meine Mutter isst da heute mit und meine Mutter mag überhaupt gar kein Zimt, deswegen bei mir Zimt raus und Muskatnuss auch, weil die wiederum mag ich überhaupt nicht. Ja, und das wird nämlich jetzt für 15 Minuten 100 Grad und auf Stufe 1 gegart. Die Zeit ist also rum. Das ist hier schon gut zerkocht, aber das wird natürlich jetzt püriert. Und zwar für 20 Sekunden. Ich stelle mir die Zeit gar nicht ein, aber ja, hochfahren bis auf 10 steht im Rezept. Jetzt schon richtig nach einer feinen Cremesuppe aus. Ja, bei mir noch nicht genug Creme, denn bei mir kommt rein, also im Rezept ist angegeben 100 Gramm Sahne. Ich nehme 150 Gramm, also ich glaube, es müssten noch 150 drin sein. Die hatte ich nämlich schon in Benutzung und bei mir die Haferkochsahne. Außer der Gemüsebrühe hatten wir ja jetzt noch keine Gewürze dran, deswegen jetzt noch mal Salz. Schmecke ich natürlich gleich noch mal ab und Pfeffer und es ist angegeben ein bisschen Chili. Ich zähle da wieder auf mein Pulbiber und zwar bei mir 2 Teelöffel. Und ich habe ja hier noch diese Kräuter, ich glaube, es sind Sellerieblätter gewesen aus dem aus diesem Suppengrün und die gebe ich auch noch hinzu. Das fahre ich jetzt auch noch mal kurz auf 4 hoch, damit sich das vermischt. Und stelle mir das jetzt noch mal ein, damit die Sahne auch noch mal richtig heiß wird. 2 Minuten auf 100 Grad. Es sind nämlich nur noch 90 jetzt. Und auf Stufe 2. Und dann sind wir schon fertig. Ich habe ja auch mein Beilagenbrot. Das ist nämlich auch direkt jetzt gleich fertig. Also, das passt ja mal. Ich habe ja eigentlich immer Panik vor diesem, dass man so gleichzeitig mit fertig wird. Ja, und wie gesagt, es könnte sein, dass da noch mal ein bisschen Salz dran kommt, aber das macht ihr natürlich auch ganz nach eurem Geschmack. Und nun geht es hier an die Geschmacksprobe. Ich habe natürlich gerade schon mal ein bisschen abgeschmeckt und ich habe auch tatsächlich noch mal etwas nachgesalzen. Das ist jetzt wirklich so eine cremige Suppe, aber sie ist wirklich gut püriert. Sehr, sehr lecker. Ich würde jetzt nie sagen, da sind Maronen drin, weil ich, wie gesagt, gar nicht wusste, wie Maronen überhaupt schmecken. Aber ein ganz feines, leckeres Süppchen. Meine absolute Empfehlung, natürlich in der Würzung, also für mich hätte es sogar noch mal ein bisschen schärfer sein können auch. Aber ja, ich finde sie richtig gut. Ich höre jetzt auf, weil ich gehe mit meinem Essen ein Haus weiter. Da lassen wir es uns schmecken, genießen unser Leben und vor allen Dingen so wichtig wie noch nie, wir genießen die Zeit, die wir miteinander haben mit unseren Lieben. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!